Herzlich willkommen bei diesem neuen Video, meine Lieben. Heute geht es natürlich wieder am Lachs weiter, beziehungsweise am Corrado G60 Projekt, denn im letzten Video ging es ja zum Wörthersee, zum legendären GDI-Treffen und das war einfach das geilste Wochenende dieses Jahres. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass dort so viel los sein wird, dass dort so viele Menschen sind und vor allem so viele geile Autos. Falls ihr das Video vom Wörthersee noch nicht gesehen habt, schaut unbedingt rein, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Wie gesagt, hatten wir enorm viel Spaß dort. Auch die Polizei war richtig gut drauf. Und es gab eigentlich überhaupt keine Probleme. Ich habe kaum negative Dinge von irgendjemandem gehört. Und wenn es am Wörthersee genauso weitergeht, wie es heuer war, dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass das in Zukunft fortgeführt werden kann. Und dann freue ich mich auch jetzt schon auf Wörthersee Reloaded im September. Wenn wir dann mit dem Corrado G60 runterfahren können und wieder eine geile Zeit haben können. Auch dieses Mal konnte ich wieder mit super vielen von euch sprechen. Das hat mir wirklich enorm viel Freude bereitet. Und so viele von euch haben mir erzählt, dass sie durch meine Videos so motiviert sind, dass sie ihre Autos nach teilweise 14 Jahren Standzeit in der Scheune wieder rausholen, die Motivation gefunden haben, um es zu restaurieren oder herzurichten oder einfach wieder zurück auf die Straße zu bringen. Und das durch meine Videos, das ist für mich einfach unglaublich und wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Und das motiviert eben mich selbst auch extrem. Und somit geht es heute wieder am Corrado G60 weiter. Let's go! Wie ihr sehr wahrscheinlich schon erkannt habt, steht neben unserem Lachs jetzt auch der 1er GTI. Der Kleine hat es nämlich wieder zurück in die Halle geschafft, denn jetzt, wo wir hier keine Lackierkabine mehr stehen haben, beziehungsweise wo sie jetzt hier hinten an der Wand steht, haben wir wieder genügend Platz in der Halle, jedenfalls ein wenig mehr, und können den 1er GTI wieder in seine Ecke nach hinten stellen und ihn als sehr teures Deko-Objekt in der Halle stehen haben. Aber Freunde, ich kann euch sagen, irgendwann in Zukunft wird es auch hier mit diesem 1er GTI ein richtig fettes Projekt geben. Also darauf könnt ihr ultimativ gespannt sein. Aber heute geht es weiter am Lachs, denn da steht noch so einiges an. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll, da an jeder Ecke irgendwas zu tun ist. Aber ich bin motiviert, vor allem dank euch. Freue mich, dass ihr hier mit dabei seid und mich hier durch dieses Projekt begleitet. To-do Nummer 1 in diesem Video. Der 1er GTI muss irgendwie da hinten in sein Eck. Na dann. Golf 1 GDI Kaltstart. Keine Batterie. Kennt ihr das Problem mit den Batterien oder geht's nur mir so? Gefüllt habe ich für alle meine Autos eine Batterie und die ist ständig in irgendeinem anderen Auto drin. Und heute... Hier ist auch keine drin. Hä? Ah, there it is. Ah. Batterie ist drin, anschließend muss ich sie noch. Und weil mich immer so viele fragen, warum ich eigentlich nicht mit dem 1er GTI auf der Straße fahre. 45er Doppel-Weber-Vergaser, 1,8 Liter DX GTI Motor, aufgebaut auf 2 Liter Hubraum, Übermaßkolben, verstärkte Pleuel, natürlich andere Nockenwelle mit verstellbarem Nockenwellenrad, der Auspuff ist so laut wie ein Düsenjet und laut Prüfstand hat der Kleine 164 PS Radleistung und das auf knapp 700-800 Kilogramm. Aber sonst ist er ganz legal. Spaß beiseite, bis das Auto legal auf der Straße fahren darf, gibt es leider einiges zu tun. Ich habe den, so wie er hier ist, vom Vorbesitz übernommen, also ich habe hier motorisch und so weiter gar nichts umgebaut. Das habe ich alles so, wie es hier ist, eben bekommen. Davon ist leider nichts typisiert. Schon klar, viele würden sagen, egal, fahr einfach damit. Aber nicht heutzutage und nicht dort, wo ich zu Hause bin. Denn einmal raus auf die Straße damit und der Spaß ist schon wieder vorbei und das lohnt sich einfach nicht. Deshalb werdet ihr von diesem 1er GTI noch so einiges sehen. Wir werden ihn richtig, richtig, richtig krass machen. Und irgendwann möchte ich ihn auch wieder zurück auf die Straße bringen. Das ist ein sehr großes Ziel von mir. Batterie ist angeschlossen, aber mal schauen, ob er direkt anspringt. Der ist nämlich eine kleine Zicke. Alter Schwede, der 1er GTI steht jetzt wieder dort, wo er hingehört. An mir ist scheiße heiß, ich bin komplett durchgeschwitzt. Das war extrem anstrengend. Klar, ich hätte eigentlich auch den Corrado einfach rausfahren können, hätte dann mehr Platz gehabt beim Rangieren, aber draußen schüttet es wie aus Eimern. Demnach wäre das nicht gegangen, denn ich habe ja keine Scheiben drin. Deshalb musste ich es jetzt irgendwie hinbekommen, den 1er Golf innerhalb von diesem Bereich hier in die Ecke zu bekommen. Alter Schwede, ich brauche eine größere Halle. Oh. Pause. Yeah, you like
like a beautiful day in August. I get lost in your frequency when I'm not recording. Like we could do this frequently and end up like the Lawsons. You knows that I got you like you got me every so often. I'm into your passions like what should I invest in? You don't need a camera light to show off your perfection. Standing in a mirror like damn that is cuffing in those jeans and I'm genuine. Now I got you blushing. But understand without you girl I'm really nothing. Take away these lyrics and my mic, I need your loving. Girl, you give me spirit, give me life, give me something more than I'm used to, like damn, you snuck a drug in my drink and my two-step, things that I use less. Auch der Lachs steht jetzt wieder in der Hallmitte und ist somit bereit, um wieder daran arbeiten zu können. Und jetzt mal Real Talk, was ist noch am Cordo zu tun, damit er endlich auf die Straße kann? Also Freunde, ich würde sagen, wir gehen das jetzt mal systematisch Schritt für Schritt durch, was hier an diesem Lachs noch gemacht werden muss, damit er bei diesem Garagentor rausfahren kann auf die Straße und neuen TÜV bekommt und auch so typisiert wird, wie er hier steht. Die Windschutzscheibe fehlt. Die Heckscheibe fehlt. Das nicht richtig funktionierende Schiebedach gehört ausgetauscht. Dachleiste links und Dachleiste rechts. Der Tankdeckel ist noch nicht montiert. Ist natürlich ein Riesenaufwand mit diesen zwei Schrauben. Die Antenne fehlt. Das Schloss funktioniert nicht und der Kofferraumdeckel lässt sich nicht von außen öffnen. Die Leiste der Kennzeichenbeleuchtung gehört nochmal lackiert. Das Corrado-Emblem fehlt und das möchte ich voraussichtlich in weiß lackieren. Es fehlen Rücklichter im schönen Zustand, aber ich habe mir dieses Set hier in perfektem Zustand bestellt und es sollte nächste Woche ankommen. Auspuffanlage, denn das Röhrchen kann so nicht bleiben. Spaltmaß hier, 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 hier. Aber sonst sind die Spaltmaße gar nicht so schlecht. Die Scheinwerfer gehören aufbereitet. Die Blinker gehen nicht und Schuld ist ja da. Es passiert nichts. Auch nicht, wenn die Zündung an ist. Das Lenkrad ist locker. Die Hupe geht nicht. Es ist keine Hupe eingebaut. Das Türfangband gehört erneuert. Hier fehlen noch alle Kabel und die gesamte Türverkleidung. Auf der anderen Seite nahezu dasselbe, nur schlimmer. Kein Fensterheber funktioniert. Die Leiste ist kaputt. Das hier ist kaputt. Hier gehört ein neues Schloss rein. Da auch. An zwei Felgen fehlen auch noch die gesamten Zierschrauben rundherum und die Zierschrauben gehören auch noch lackiert. Apropos lackieren, beide Seitenspiegel gehören neu lackiert. Der gesamte Lack am Auto gehört geschliffen und poliert. Da ist ein Läufer. Aber sonst ist er eigentlich ganz geil lackiert für Selfmade. Da fehlt eine Abdeckung. Da auch. Wischwasserdüsen 1 und 2. Scheibenwischergestänge und Verkleidung. Abdeckung und Schloss im Kofferraum. Rund um den Sicherungskasten sieht's aus wie in einem Horrorfilm. Der Motor läuft noch nicht so schön. Der Zündverteiler wackelt, wenn das Auto läuft. Irgendwas hier drüben macht komische Geräusche, wenn der Motor läuft. Ein neuer Benzinfilter muss rein. Neue Zündkerzen. Neue Bremsflüssigkeit plus Bremsen entlüften. Generell Bremsen checken und gegebenenfalls neu machen. Das Auto von unten durchchecken, um zu wissen, ob für den TÜV was zu machen ist. Das KW-Gewindefahrwerk auf die eingetragene Höhe einstellen. Dann noch TÜV neu machen und das Auto so typisieren, wie es hier steht. Und ich habe auch ganz bestimmt einige Dinge vergessen, die noch gemacht gehören. Tja, also ich glaube, das war jetzt mal ein grober Überblick für euch, was hier eigentlich noch alles zu tun ist. Es sind alles keine groben, schlimmen Sachen, aber es sind eben Kleinigkeiten und die häufen sich. Und ja, große Dinge wären eben noch die Scheiben einzukleben, die Frontscheibe sowie die Heckscheibe. Bei der Frontscheibe habe ich mir jetzt schon sehr oft sagen lassen, dass das nicht wirklich einfach ist beim Corrado G60 bzw. beim Corrado generell. Also falls ihr Erfahrung habt, wie man eine Frontscheibe an einem Corrado richtig einklebt, schreibt es gerne in die Kommentare, denn ich möchte es auf jeden Fall richtig machen. Und sonst sind es eben wie gesagt sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die mich hier noch auf Trab halten werden. Und ich denke vor allem die Elektronik und dass der Motor sauber und vernünftig läuft, ohne nervige Nebengeräusche. Das wird, glaube ich, alles noch eine ziemliche Herausforderung werden. Also, wo fange ich an? Also ich denke, ich werde mich hier heute mal Schritt für Schritt durch die Kleinigkeiten durcharbeiten. Mal schauen, wie weit ich komme und bei einem der nächsten Male werden wir dann die Frontscheibe sowie die Heckscheibe verkleben. Dazu muss man unbedingt zu zweit sein, denn alleine bekomme ich das sicher nicht hin. Und vor allem, wenn es angeblich so schwierig sein soll, bekomme ich das alleine sowieso nicht hin. Ich glaube, ich beginne hier auf der Fahrerseite mit dem neuen Türfangband. Das habe ich Gott sei Dank hier, denn die Tür hakt einfach komplett. Und das liegt eben an diesem Türfangband unten. Das gehört erneuert, habe ich aber hier. Dann werde ich hier an dieser Tür die ganzen Kabel einbauen.
Und mal schauen, ob vielleicht irgendetwas davon funktioniert. Band ist eingebaut und jetzt Test Nummer 1. Nachdem unser neues Türfangband jetzt eingebaut ist und korrekt funktioniert, geht's jetzt an den Kabelsalat. Schaut euch das an. Und ich darf jetzt herausfinden, wo das hingehört. Und das Ganze ungefähr 10 Mal. Was ist das? Nicht cool. Und solche Dinge hier sind bei solchen Restaurationen oder generell Arbeiten bei alten Autos am heimtückischsten. Denn hier haben wir jetzt quasi einen Kabelbaum, der eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Aber mittendrin an einer sehr unscheinbaren Stelle ist ein Kabel gebrochen. Und wenn das jetzt an einer sehr versteckten Stelle im Auto wäre, da erstmal drauf zu kommen, das Kabel zu finden, das ist dann schon eine ordentliche Aufgabe. Also ich bin immerhin froh, dass ich es jetzt hier im ausgebauten Zustand gefunden habe. Aber jetzt mal ran ans Auto damit und versuchen das Ganze irgendwie zusammenzubauen und einzubauen und so zu machen, dass es auch funktioniert. Bevor ich jetzt damit beginne, hier die ganzen defekten Kabel und so weiter zu reparieren, verlege ich sie jetzt erstmal einigermaßen hier in der Tür, damit ich weiß, wie wo etwas hingehört und auch weiß, was wo zusammengehört. Denn so kann ich dann hoffentlich sicherstellen, dass ich die richtigen Kabel zusammenlöse und dass hier auch alles im Endeffekt so funktioniert, wie es sein soll. Also theoretisch muss hier in der Tür nur Strom zum elektrischen Fensterheber und von dort aus dann zu den zwei Schaltern für Fensterheber links und Fensterheber rechts und auch noch Strom zum elektrisch verstellbaren Außenspiegel. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Deshalb habe ich keine Ahnung, wo diese ganzen Kabel hier eigentlich hin sollen. Wir hätten jetzt hier noch diesen Stellmotor oder was auch immer das ist für die Zentralverriegelung. Aber die hat noch nie funktioniert und die wird auch nie funktionieren. Und die brauche ich auch nicht, denn bei einem über 30 Jahre alten Auto sperre ich sehr gerne jede Tür einzeln auf und zu. Eigentlich brauche ich hier auch keine elektrischen Fensterheber, aber sie sind halt vorhanden. Bezüglich der Zentralverriegelung, die eh nie funktioniert hat und nie funktionieren wird, da möchte ich sowieso eine moderne Zentralverriegelung mit Funkschlüssel nachrüsten, damit ich das Auto eben einfach per Knopfdruck auf- und zusperren kann. Denn das mit dieser Luftdruckpumpe, die sich im Kofferraum hinten befindet, das ist nichts. Also Freunde, Zwischenstand. Ich habe es jetzt hier so weit gebracht, dass ich hier alle Kabel, die ich auch wirklich brauche, anschließen konnte und auch die passenden Stecker dazu finden konnte. Außer bei dem einen hier, nämlich da gehen die zwei hier unten, also die beiden hier, die gehen zum Seitenspiegel, sind eben wahrscheinlich für die Heizung und eben für die elektronische Verstellung. Und damit sollte es eigentlich irgendwo verbunden werden, aber den Stecker, der hier reinpasst, den kann ich nirgends finden. Auch nicht auf der gegenüberliegenden Seite. Also ist es entweder etwas, was hier am Auto fehlt oder ich sehe es einfach nicht. Aber vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee, wohin dieser Stecker hier gehört. Ich finde ihn nämlich nicht. Ich glaube, ich übersehe ihn einfach. Dann habe ich mich vorhin ja noch gewundert, was hier mit diesem ganzen Blödsinn ist. Und habe ich auch nicht bedacht. Das ist einfach für die Lautsprecher und irgendjemand hat sich da halt etwas zusammengepfuscht. Ganz viele Kabel abgegriffen und abgezwickt. Und dort einen Stromdieb dran und da einen Stromdieb dran. Und so kommt dann eben hier irgendwie so ein Blödsinn raus. Aber bei den Kabeln, die ich brauche, habe ich jetzt herausgefunden, wo sie hingehören. Also kann ich jetzt beginnen, diesen Kabelbaum hier zu reparieren. Also ich habe mir jetzt schon mal einiges vorbereitet. Und zwar haben wir hier den Kabelbaum, dem ich jetzt ein neues Leben einhauchen möchte. Und eben alles ordnungsgemäß miteinander verbinden möchte und nicht so mit
so Lüster klemmen, das ist einfach, das gehört nicht in ein Auto, also bitte mach das wirklich nicht. Und zwar möchte ich hier die ganzen gebrochenen Stellen und das, was hier nicht ordnungsgemäß verbunden worden ist, zusammenlöten, dann das Ganze isolieren mit eben Schrumpfschläuchen. Dazu brauche ich dann ein Feuerzeug, damit das Ganze ordentlich isoliert ist. Und dann kommt auch noch zum Schutz so ein Kabelschutzband rundherum. Und ja, darum kümmere ich mich jetzt. Mein zweistündiger Rettungsversuch dieses Kabelbaums ist geglückt. Das Ding sieht jetzt einfach aus, als hätte ich es neu gekauft. Das Ganze hat, wie gesagt, 2 ganze Stunden gedauert. Ich hätte das natürlich auch irgendwo hinschicken können und das machen lassen können, so wie es die meisten machen. Aber ich probiere mich gerne selbst an solchen Dingen und es ist eindeutig geglückt. Und das schließen wir jetzt am Korridor an und dann sehen wir, ob das Ganze auch funktioniert. Also bei dem Kabelstrang habe ich hier jetzt mal alles so zusammengelötet, wie es ab Werk auch original war. Demnach müsste es theoretisch funktionieren. Und jetzt gerade, wo ich mir die Schalter geholt habe für die elektronische Fensterheber, habe ich auch diesen Schalter hier gefunden, nämlich für die elektronische Spiegelverstellung. Jetzt hat sich auch aufgeklärt, wo dieser Stecker hingehört, nämlich einfach hier rein. Die Kabel werde ich jetzt hier mal grob von außen anschließen, ohne dass ich sie in die Tür oder hier eben durch das Loch durch die Tür verlege. Und dann werde ich vorne die Batterie einbauen und das Ganze einmal testen. Also ich werde dann die Schalter von den Fensterhebern anschließen und schauen, ob sich bei den Fenstern irgendwas tut. Jetzt Kabel anschließen. Lautsprecher. Motor für die Höhenverstellung vom Fenster. Check. Fensterheber links oder rechts. Spiegelverstellung. Moment der Wahrheit. Kabel sind angeschlossen, erstmal provisorisch von außen. Batterie ist eingebaut, jetzt schalte ich die Zündung ein. Und jetzt schauen wir, ob sich was tut. Fensterheber. Kann eh nur diese Seite gehen, die andere Seite ist noch nicht angeschlossen. Nichts passiert. Heißt aber nicht, dass die Kabel hier nicht passen. Daher, dass ich alles so zusammengelötet habe, wie es original gehört, ist es sehr wahrscheinlich, dass das passt und dass irgendwas anderes nicht funktioniert. Na was? Also, wir haben jetzt mal überprüft und zwar den Sicherungskasten und da gibt es eben die Abdeckung, die eben darüber ist und da habe ich mir das jetzt einfach mal durchgeguckt und dann haben wir gegoogelt, wo sich eben die passende Sicherung befindet, die eben für die Fensterheber zuständig ist. Und zwar war die hier oben, ganz oben am Sicherungskasten,
Jetzt in dem Fall ist es eine gelbe Sicherung, davor war es eine blaue. Und die blaue Sicherung, die davor drin war, war durchgebrannt, nämlich die hier. Das sieht man auch am Stecker. Die haben wir jetzt ersetzt durch eine 20 Ampere Sicherung. Und jetzt, man sehe und staune. Der Fensterheber links funktioniert schon mal. Krass. Also, Kabel für die Fensterheber sind schon mal richtig verlötet und auch auf der anderen Seite müsste es gehen, denn das Relais hört man schalten. Gehört eventuell mal gereinigt. Ach du Scheiße. Das ist ja wie Schleifpapier. Ich glaube, die Tür lag etwas länger in der Sonne, denn da drin ist noch die ganze Dämmpappe oder wie man das nennt. Die klebt eigentlich hier dran, also direkt an der Tür. Das sollte, glaube ich, raus. Au! Ja, die geht noch. Die ist noch gut. Also eigentlich könnte man es so lassen. Scheiß auf verdunkelte Scheiben. Milchglas ist jetzt in. Die Scheibe ist mal grob geputzt und jetzt können wir beginnen, hier alles zusammenzubauen. Also den Coverbaum hier wieder abstecken und hier an der Tür verlegen, befestigen und dann die Türverkleidung drauf und dann wäre die Tür Nummer 1 abgeschlossen. Die Kabel habe ich verlegt, auch hier schon ins Auto, alles schon mal angeschlossen. Hier habe ich sie mit Carabinern befestigt und jetzt wollte ich gerade den Türgriff einbauen. Der wird hier einfach mit diesen Haken quasi aufgeschoben. Und dann sollte man eigentlich hier, um die Tür auch öffnen und schließen zu können, diese Stange hier einhängen. Aber ich habe die in die Innenseite der Tür gedrückt und eigentlich sollte sie hier rauskommen und eben bis hier rüber. Deshalb muss jetzt nochmal das Schloss hier drum raus und dann fädel ich die Stange hier durch, hänge sie hier ein, baue den Türgriff ein und dann sollten wir die Tür auch von innen öffnen können. Nun ist unsere Türverkleidung an der Reihe. Die können wir jetzt nämlich einbauen. Das sollte nicht allzu problematisch sein. Oh nein. Das habe ich irgendwie befürchtet. Wir müssen die Innenseite der Tür nochmal neu lackieren. Ich dachte eigentlich, dass die Türverkleidung hier rausgeht bis an die Kante, aber tut sie nicht. Dann wissen wir schon mal, was wir im nächsten Video zu tun haben. Die Innenseite der Türen neu lackieren, die Spiegel neu lackieren und alles andere, was neu lackiert gehört, neu lackieren. Tja, schade. Ich hätte das Ganze jetzt wirklich sehr gerne zusammengebaut, denn dann hätten wir schon ein großes Kapitel abgeschlossen. Aber ich habe ehrlich gesagt sowieso nicht damit gerechnet, dass ich die ganze Verkabelung hier auf dieser Seite so schnell hinbekomme. Ich hätte mir gedacht, dass das viel länger dauern wird und viel mehr Aufwand sein wird und im Endeffekt eh nicht funktionieren wird. Aber es funktioniert, also ich bin super happy. Im nächsten Video heißt es also Türen innen lackieren und auch alle anderen Teile, die neu lackiert gehören, neu lackieren. Das heutige Video war also quasi eine grobe Bestandsaufnahme, was jetzt noch alles am Corrado zu tun ist, bis er fertig ist. Also ich habe noch einige Dinge zu tun, aber wir sind auf der Zielgeraden und somit ist der Corrado bald fertig. Und das neue Projekt steht auch schon bereit. Ich freue mich, danke, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.